Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pixo und hier auf diesem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. Heute möchte ich mit dir zusammen die Basis für eine Endloskarte plotten. In diesem Video kannst du das Ganze mit dem Plotter machen, mit den Maßen, die ich dir gebe, kannst du das aber auch mit der Hand zuschneiden und du brauchst nicht unbedingt einen Plotter, um diese Endloskarte basteln zu können. Wir machen hier in dem Video das Grundgerüst und das Verzieren der Karte. Das folgt in einem nächsten Video. Um jetzt die einzelnen Teile der Endloskarte ausplotten zu können, müssen wir uns ein paar Rechtecke erstellen. Und ich finde es immer ein bisschen einfacher, wenn man da gar nicht großartig auf die Maße achtet, sondern sich das Rechteck mit zwei Klicks auf der Schneidematte erstellt. Da sind die Werte erstmal total egal und anschließend kann man hier über das Transformieren-Werkzeug, das findet hier im Ausrichten-Fenster und dann Skalieren, die Maße eingeben, die man braucht. Und ich blende euch hier auf der linken Seite jetzt mal die Maße ein, die wir brauchen und auch die Anzahl der Größen, die wir brauchen. Und zwar sind das viermal kleine Teile mit 14 mal 6,9 Zentimetern, dann 8 Quadrate mit 6,5 mal 6,5, 8 kleine Rechtecke mit 6,5 mal 3 cm und 8 kleine Quadrate mit 3 mal 3 cm. Genau das stellen wir hier jetzt ein und ich lege mir diese ganzen Rechtecke und Quadrate hier einmal auf die Schneidematte. Ich habe hier jetzt alle Teile erstellt, die ich für die Endloskarte benötige. Die Liste hatte ich dir ja eben schon mal eingeblendet. Und zwar sind es einmal die vier Teile in der Basisfarbe, die später zusammengeklebt werden und die Basis für die Endloskarte bilden. Dann haben wir hier mehrere Teile mit einer Kontrastfarbe, die später auf diese Basisfarbe aufgeklebt werden. Und wir haben hier auf der rechten Seite nochmal Teile in einem Designpapier. Das behandeln wir jetzt in diesem Video nicht, sondern da gibt es nochmal ein gesondertes Video zu, in dem wir die Karte gemeinsam verzieren. Wir erstellen hier aus der Basisfarbe und der Kontrastfarbe erst einmal nur die Basiskarte. Und diese beiden Teile bzw. diese beiden Farben in den unterschiedlichen Teilen werden jetzt einmal mit dem Plotter ausgeschnitten. Mit Hilfe der Maße kannst du diese Karte selbstverständlich auch mit der Schere ausschneiden oder einem Cutter, je nachdem, womit du eben Karten bastelst. Da nicht alle einzelnen Teile auf meine 30x30 Schneidematte passen, muss ich das Ganze in zwei Durchgängen plotten. Ich habe mir hier einen Teil neben die Schneidematte gelegt und einen Teil schon einmal auf die Schneidematte. Wenn ich jetzt auf Senden gehe, kann ich hier entsprechend das Material auswählen, was ich nutze. Ich habe hier einen einfachen Fotokarton, man kann auch Bastelkarton oder normalen Karton auswählen. Schau da immer ein bisschen, was für ein Material du hast und mach gegebenenfalls vorher einen Testschnitt, damit du weißt, dass dein Plotter das Ganze auch gut schneiden kann. Nachdem jetzt alle Teile geschnitten sind, geht es daran, diese Teile zusammenzusetzen. Dafür musst du im ersten Schritt die großen Rechtecke vorbereiten, indem du im Abstand von 3,4 cm zu den kurzen Kanten diese einmal faltest. Und zwar in beide Richtungen, damit die Karte auch später wirklich auf und zugefaltet werden kann. Und genau das gleiche mache ich mit den anderen dreien. Ich lege mir da immer gerne so ein Geodreieck hin. Messe im rechten Winkel die 3,4 cm ab. Habe hier meine Seite, wo ich es angelegt habe. Und weil ich kein Falzbrett habe, nehme ich dazu so einen Eckenformer und fahre hier auf meiner Schneidematte da die 3,4 cm einmal nach und kann dann das Ganze ziemlich gut entsprechend umfalten. Du kannst natürlich auch auf einem Falzbrett machen, das ist ein bisschen einfacher als die Methode, die ich hier jetzt nutze. Aber auch ohne Falzbrett ist es möglich, so etwas genau zu falzen. Und das gleiche macht man jetzt für alle vier
großen Rechtecke. Sind alle Teile so gefaltet, geht es an das Zusammenkleben. Das kannst du entweder mit einem ganz normalen Klebestift, Bastelkleber oder eben auch hier so doppelseitigem Klebeband machen. Das ist ganz dir überlassen. Ich nutze manchmal gerne das doppelseitige Klebeband, manchmal gerne den Klebestift. Das kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. In diesem Fall werde ich den Klebestift verwenden. Nun kleben wir die Teile zusammen und zwar so, dass sie hier in der Ecke ganz genau anliegen und nichts übersteht, sowohl an der einen als auch an der anderen Kante. Und du klebst auch nur die Hälfte der umgefalteten Seite fest. Das bedeutet, so ungefähr bis zur Hälfte können wir hier Kleber auftragen. Und eben den anderen Teil hier draufkleben. Das gleiche machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Und damit die Karte später auch wirklich faltbar ist, ist es ganz wichtig, dass du hier genau klebst. Dann drehen wir das Ganze um und hier kommt der andere Streifen genauso auf die Seite drauf und auch hier eben nur die Hälfte des gefalteten Feldes. Und je nachdem, welchen Kleber du jetzt verwendet hast, ist es wichtig, dass du die Karte ein bisschen trocknen lässt, damit wir sie nutzen und vor allen Dingen weiter bearbeiten können. Ist dann der Kleber getrocknet, kannst du schon den ersten Versuch machen und gucken, ob deine Karte funktioniert, ob es wirklich klappt, dass du sie entsprechend endlos falten kannst oder eben nicht. Das schaust du dann, indem du alle Faltungen so ein bisschen nachfaltest. Und das kannst du, wenn du alles ordentlich geklebt hast, quasi endlos so weitermachen. Und jetzt verzieren wir mit dem ersten Teil Farbkarton die ersten Stücke der Karte. Und zwar kommt immer ein langes Teil hier auf die schmalen, rechteckigen Streifen, ein großes hier in die Mitte. Und eben ein kurzes wieder dahin. Und im Inneren der Karte kommen die kleinen entsprechend hier in diesen Bereich. Und das klebst du jetzt nach und nach alles auf. Sind die Teile jetzt auf deine Endloskarte aufgeklebt? Ist die Basis quasi soweit fertig, dass du sie nur noch verzieren brauchst? Das machen wir in diesem Video, wie gesagt, nicht, sondern dafür wird es ein nächstes Video geben. Du kannst aus solchen Karten super Geburtstagskarten oder Einladungskarten machen. Sie sind immer was Besonderes und eben endlos faltbar. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Du konntest vielleicht nebenbei schon deinen Anfang deiner Endloskarte selber basteln, plotten und zusammenkleben. Je nachdem, wie du das Ganze eben gestaltest, geht es dann im nächsten Video weiter. Schreib mir doch mal hier unten in die Kommentare, ob du mit Hand ausgeschnitten oder mit dem Plotter ausgeschnitten hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Gedankenmachen zu der Verzierung und zu dem Video sehen wir uns dann in der nächsten Woche.